Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Ja, etwa was heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Wie kann sie auch nur drauf kommen? Ich wollte dich nicht beleidigen. Das ist echt. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Gut. Die Dinosaurier sterben aus. Jetzt hab ich's nicht das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Aha. Haben sie etwa insgeheim die Polkappenschmerzen? Du kannst umschalten. Jetzt weiß ich warum der hier ist. Treffen. Jetzt weiß ich, warum der hier ist. Tja, so ein Typ, also. Rede mit. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Ich hab so eine Idee, warum der hier ist. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar! Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift. Der oh, Wäschelift Mann. Fährt bis Peru? Aber nicht, Dummerchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Geht klar. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte den oh, da steht ja und er sagt in Geheimlabor auf die Jupiter. Ah, Übersetzungsfehler. Nein, das wusste ich doch nicht. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen, um Dino-DNS abzubauen. Die müssen wir ihm erstmal ablocken. Okay, das Ticket für den Wäschelift gibt uns nicht. Das brauchen wir aber dringend. Ah, Echsenmenschen. Also ich wusste es. Tja. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Die 30 Sekunden Verzögerung ist wirklich schlimm. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Okay, ich schau später noch später vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, Martin. Das wäre besser so. Ja, plus minus 10 Minuten. Verschwörungstheorien. Ja, der braucht eine Alu-Mütze. Der Professor. Wenn die Welt noch existiert. Versteckt sich jemand hinter dem Sessel? Ach was. Oh, der Bookie, lassen wir den mal reden. Der hat bestimmt einiges zu sagen. Ja, in diesem Screen enttarne ich eine weitere meiner Inspirationsquellen für Ändern möchte aus, wenn nicht die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar ist es ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen quasi als imaginären Freund einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht, als wäre es was Reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind fand ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna bricht aus, ja. Ja. Gut. Was wir sicherlich machen können, ist das hier. Kugelschreiber mit Topfpflanze. Jo. Unbedingt. Och, wie süß. Spot. Drauf gekritzelt. Hier mit Pflanzen. Oh, hier auch wieder was drauf gekritzelt. Auf den Stuhl. Jo. Alles voll kritzeln. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Tja. Captain Unbrauchbar guckt gerne Wer wird Millionär? Oh. Man wird ja wohl noch ja, wer nicht? So, Captain Unbrauchbar mit Professor. Möchtest du dieses Comicheft lesen? Captain Unbrauchbar?
Ist es zufällig die Ausgabe, in der er gegen Dr. Jo's Laktosebakterien kämpft? Nein, es ist Todesbrote. Todesbrote war gut, aber mein Favorit bleibt Frozen Yogurt. Verstehe ich. Ja, das ist natürlich die beste Ausgabe. In diesem Bild gießt nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Das sagt, glaube ich, bei jeder Pflanze. Na komm, komm, Käft mit der Pflanze. In diesem Bild gießt nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Tiefparterre-Cave, genau. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Wird sie ihm einfallen? Wir wissen es nicht. Hey, das ist kein Packpapier. Sorry. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Okay. Oh, Lampe. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold. Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Der Pumuckl auf der Lampe. Oh, Licht. Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Mach mal das Licht mal wieder aus. Ist besser so. So, ansehen. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die Allerdings. Ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Ja, Meister Eder. Und jetzt nochmal das hier, das passt so gut dazu. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold! Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Dr. Eder. Der Frische zu. Das haben wir noch nicht. Blaulicht. Okay, wir haben noch nicht die Marke mit der Pflanze. Ist diese Pflanze Teil von Dr. Marcells illegaler Drogenplantage? Inspektor Konrad ermittelt. Okay. Leider nein. Ach, jetzt hat sie gekostet. Interessant. Na komm, Professor. Hände hoch, Polizei! Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor! Holt mich, Doc! Aber meine geheime Formel werdet ihr nie bekommen. Okay. Da ändert sich die Musik ein bisschen. Können wir hier... Hier, ein wenig Dünger. Ach, so ein Mist. Knabbern wir uns gleich einen neuen ab. Bäh. So. Ja, alles mit einem kombinieren schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich will das hier probieren. Doch, Pflanze. Das haben wir noch nicht bekritzelt. Doch, haben wir schon bekritzelt. Ich dachte, man kann die Blätter noch einzeln bekritzeln. So. Das haben wir noch nicht. In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Ach Mensch. Na dann, sind wir hier fertig, würde ich sagen. Vorerst. Wir kommen doch so oft hierher. Das kann ich euch sagen. Sind wir wieder hier in der Haupthalle. Ein zweiteiliges Puzzle. Sehr hübsch. Man beachte dieses Puzzle. Wundervoll. Trollbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogebecher zu schreiben. Mhm. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das ist halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogebecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Drogebecher Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird.
Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. Ich vermute es. Ich habe da eine Vermutung. Aber ich sag's nicht. Der Trollbecher, der ist schon echt feiner Typ. Reden wir mal mit Trollbecher. Hallo. Hallo. Trollbecher. Ist das dein Name? Trollbecher. Darf ich da nicht rein? Trollbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Trollbecher. Schade. Was für ein Kerl. Allerdings. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Der Drogi. Dazu bin ich zu schüchtern. Schade. Dazu bin ich zu schüchtern. Aber ansehen kannst du ihn. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Bestimmt nicht. Ich glaube, der Becher von der Medizin, sagt Mordi, Trollbecher. Nee, ich denke eher, und dazu kommen wir noch später im Spiel. Ich kenne das Spiel ja, weil ich es komplett weltweit als Let's Play gesehen habe. Dieser Becher hier, das ist ja dieser Wässerbecher und der wird nachher noch mit etwas gefüllt. Ich verrate es noch nicht, weil sonst spoilern wir noch eine ganze Menge. Und ich glaube, wenn der dann mit etwas gefüllt wird, dann könnte das der Trollbecher sein. Ich denke, das kommt hier am ehesten darauf hin. Ich glaube, das ist der Becher, also den wir dann später im Inventar haben, der Becher mit dem Inhalt drin, das war der Trollbecher. Das war die Inspiration davon. Und wahrscheinlich eine Anspielung an Hodor. Kam das Spiel überhaupt nach Game of Thrones aus? Ich weiß nicht. Da muss ich dich gerade hier mal googeln. Edna bricht aus. Ich gucke gerade auf dem Laptop. Edna bricht aus. Kam 2008. 6. Juni 2008 war die Erstveröffentlichung. Ich weiß nicht, wann Game of Thrones rauskam. Da werde ich jetzt nicht nachgoogeln, aber ja. Könnte durchaus sein. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Trollbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Trollbecher. Und ob? Kann ich dann jetzt zum König? Trollbecher. Cool. Ich meine, danke. Harvey, lass mal Harvey mit Trollbecher reden. Das ist ein Dialog der Träume. Das muss doch. Ist Trollbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Sehr schade, ich hätte gerne Harvey mit Trollbecher reden lassen. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Ich auch nicht. Dann hat der Mann gut predicted. Oh, hallo. Juhu meldet sich im Stream. Machst du einen 24-Stunden-Stream? Auf gar keinen Fall, Juhu. Auf gar keinen Fall. Absolut nicht. Nur eine Stunde jetzt bis 20 Uhr. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, aber Juhu. Ich mache einen kleinen Witz über deinen Namen, sorry. Kein 24-Stunden-Stream. Wir spielen jetzt noch bis 20 Uhr und dann die Woche vielleicht wieder am Wochenende oder die unter der Woche. Ich bin krank, ich kann jetzt kein 24-Stunden-Stream machen. Generell habe ich auch keinen Bock drauf. Ich bin nicht der 24-Stunden-Streamer. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Trollbecher. Ach so. Trollbecher. In der kurzen Zeit? Trollbecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Ja, Modi. Ja, dann gehe ich jetzt, sagt Juhu. Na dann, tschüss. Tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss. Ja. Wenn du mir was spendest. Nein, so ist es nicht, Juhu. Er ist wahrscheinlich schon abgehauen.
Das ist, das war jetzt, Molly, jetzt hast du jetzt einen schlechten Eindruck, jetzt hast du dem einen schlechten Eindruck vermittelt. Das ist, wenn du ihm so spendest, jetzt denkt er, ich bin geldgeil und will und mach Essen 24-Stunden-Stream nach 100.000. Ja. Er ist schon weg. Na gut.